Das Perlmuster besteht aus festen Maschen und Stäbchen, die für eine schöne Struktur sorgen. Schlagen Sie eine ungerade Zahl Luftmaschen an. Für die Grundreihe häkeln Sie in die zweite Luftmasche ab der Nadel und in jede folgende Luftmasche jeweils eine feste Masche, sodass sich eine gerade Anzahl von Maschen ergibt. Nun wenden Sie die Arbeit und beginnen Sie die erste Reihe mit einer Luftmasche, die nicht als Masche gezählt wird. Häkeln Sie abwechselnd eine feste Masche in die nächste Masche und ein Stäbchen in die folgende Masche, bis die Reihe beendet ist. Durch den ständigen Wechsel von niedrigen und hohen Maschen ergibt sich eine leicht gewellte Oberkante, die aber in der nächsten Reihe wieder begradigt wird, wenn Sie jeweils eine feste Masche in ein Stäbchen arbeiten und umgekehrt.